Bint al-Karama kann zwei starke Formen vorweisen. Schwerer als bei ihren bisherigen Starts hat es die Stute hier nicht. Und so könnte Bint al-Karama die erste Siegerin des Tages sein. Indian Sunset war bei 8 Starts 5-mal Zweite. So einfach wie hier traf es die Stute noch nie an. Indian Sunset sollte deshalb die Siegerin im zweiten Rennen des Tages sein. Sky Emperor steht rechnerisch hier zwar unter zwei anderen Pferden, doch dafür hat er bessere aktuelle Formen als diese. Sky Emperor ist deshalb unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Perfekta Mojana hat zwar noch nie gewonnen, doch ihre vorletzte Form in Dresden war gut. Ihre Reiterin kennt sie und so könnte Perfekta Mojana die Siegerin im vierten Rennen des Tages sein. El Farras siegte in Köln so überlegen, dass er auch das Siegaufgewicht verschmerzen kann. Stall und Jockey sind in Form und deshalb ist El Farras unser Favorit im fünften Rennen des Tages. Mr. Bean war bei seinem letzten Start Vierter in einem sicher nicht schwächer besetzten Rennen in Düsseldorf. Der Lokalmatador ist hier deshalb unser Favorit im sechsten Rennen des Tages. Olympia war dreimal in Folge Zweite, zweimal davon auf heutiger Bahn und Distanz. Bessere Form hat kein Pferd in diesem Rennen und so könnte Olympia die Siegerin im siebten Rennen des Tages sein. Seeadler ist ein absoluter Bahnspezialist. Gegen Laida, der er hier bei seinem vorletzten Start unterlag, kann er heute den Spieß umdrehen. Seeadler ist deshalb unser Tipp im letzten Rennen des Tages.